Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Guten Morgen um gleich 7 mit einer Meldung, also die kannst du dir eigentlich besser nicht ausdenken. Vielleicht ist es aber auch für Sie spannend, wenn Sie in letzter Zeit bei Lidl eingekauft haben. Gibt es gerade einen Rückruf wegen diverser Cannabis-Produkte, weil zu viel THC drin ist. Da geht's um die Hanfkekse. Mary und Joanna. Ich dreh durch. Ja, wer sich das ausgedacht hat. Da geht's auch um Cannabis-Tee und Energieriegel. Also der Verzehr kann laut Lidl zu Müdigkeit und Stimmungsschwankungen führen. Ich dreh durch. Also falls Sie so ein Zeug zu Hause haben, bringen Sie es ja nicht zurück. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht behält's der ein oder andere jetzt erst recht. Ich find's großartig. Ich brauch sofort so... Mary und Joanna. FFH, das Wetter. Ab heute gibt es wieder wechselhaftes Wetter und verantwortlich dafür ist das neue Tief mit Namen Nick. Das bringt uns schon die ersten dicken Wolken und jetzt auch schon in der Frühe die ersten Regenspritzer, beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Südhessen. Viel Regen kommt heute Vormittag nicht noch hinterher, da kommt auch manchmal die Sonne durch, aber trotzdem Regenschirm mitnehmen, denn im Laufe des Nachmittags kommt der zweite Schwung an Regenschauern und dann wird es auch öfter wieder nass. Das Ganze drückt natürlich auch so ein bisschen auf die Temperatur, die erreicht heute Nachmittag noch 15 bis 22 Grad. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. Wir machen gerade mal die Tür auf von unserem FFH-Urlaubscamper an der Ostsee. Einfach nur, um Ihnen mal so das Gefühl zu vermitteln, wie es da gerade für Familie Schreiber aus Volkmarsen ist im hohen Norden. Die sind auf Fehmarn. Sabine, Alex mit ihrem Sohn Tizian, 16 Jahre alt, eine Woche Urlaub auf unsere Kosten. Erzählt mal, was ihr gestern erlebt habt, ihr drei, mit eurem Hund, mit Günni, Alex. Günni hatte seine erste Challenge. Er war da auf dem Paddleboard, hat er auch für uns ganz gut gemacht. Danach war er ganz schön fertig, war doch wahrscheinlich ganz aufregend für ihn. Musste erstmal eine Mittagspause machen, hat hier im Camper gelegen, hat erstmal ausgiebig geschlafen. Ja, so gegen der Mittagszeit sind wir dann mit unseren neuen Camperfreunden aus Rödermark dann nach Burg gefahren in den Schmetterlingspark. Ist sehr zu empfehlen, ist toll. Viele bunte Schmetterlinge flattern umher, ist so ein bisschen tropisch gemacht mit viel Pflanzen. Gibt super, super Fotomotive, also echt toll. Wahnsinn. Und die siehst du ja auch kaum mehr Schmetterlinge, ja, ja. Ich finde. Ist leider wirklich so. Früher waren mehr Schmetterlinge unterwegs. Ja. Sie können sich auch gerne mal Bilder angucken, was die so erleben auf Fehmarn. Das ist ja schon schön. Ich finde es auch immer sympathisch zu gucken, wie andere Urlaub machen. Ja. Ich finde, das ist so ein Blick hinter die Kulissen. Bei uns im Web und in der App. Ja, kurz nach 8 gibt es übrigens die nächste Challenge. Ne? Die Urlaubskasse möchte gerne weiter um 100 Euro aufgebessert werden. Zum Glück hat sie hier nicht gleich am Montag angerufen, sonst hätte sich unsere Challenge für alle 195 Länder dieser Erde jemanden zu finden, der schon mal da war, direkt erledigt gehabt, gell, nach 2 Minuten. Ja, wobei die anderen haben ja auch ein bisschen gebraucht. Ein bisschen, ja, zumindest. Stimmt. Aber dank ihr konnten wir das letzte Land tatsächlich abhaken. Nauru, Nina Sedano aus Frankfurt ist jetzt dran an der 069-1972-5. Oder sollen wir sagen, die Ländersammlerin ist dran? Ja, gerne. Du wirst nämlich die meistgereiste Frau Deutschlands genannt, die in jedem Land der Welt war. Ja. Krass. Aber jetzt warst du ja auch so in Ländern wie, keine Ahnung, Südsudan, Zentralafrikanische Republik. Hattest du auch mal Angst und hast gedacht, okay, hier ist es irgendwie gefährlich, hier komme ich vielleicht nicht mehr so heil raus? Ja, einmal, da war ich genau in der Zentralafrikanischen Republik und war an der Grenze. Da ging es nicht weiter, weil wir mussten durch ein Rebellengebiet und war da so in so einem Raum, der als Moschee benutzt wurde, mhm, und habe auf dem Betonboden geschlafen. Ui, und ui, ui. Am nächsten Tag sollten wir weiterfahren. Nein, es ging nicht, weil da Wahlen waren und da waren dann auch wieder Unruhen und also... Ja, da hatte ich so ein bisschen Schiss. Okay. Und Nordkorea, da warst du ja auch schon. Wie ist das?
Ja, das fand ich doch schon sehr krass in dem Mausoleum vom Kim Il-sung, dass wir uns da verbeugen mussten vor dieser, ja, dieser Person, ja, die da aufgebahrt lag, und wie wir auch da reinkamen, sind wir gesäubert worden, kamen durch eine Säuberungsstraße, Schuhe praktisch geputzt und durch irgendwie wie bei der Maul- und Klauenseuche, ja, gesäubert, dann die Haare noch geföhnt und der ganze Staub rausgeföhnt. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, und die Leute natürlich alle völlig ernst, ja, die mussten ja weinen und dieser ganze Zwang und der da herrschte, das war schon ein bisschen sehr merkwürdig. Nina hat übrigens auch Bücher über ihre Reisen geschrieben. Wenn sie jetzt sagen, oh, da würde ich mal gucken, steht bei uns im Web und in der App. Und dann können Sie sich so eins zulegen. Wir sprechen heute Morgen noch ein bisschen weiter, weil es einfach extrem interessant ist, krasses Hobby auch, du erzählen hast. Ja. Wir haben vorhin schon von deinen gefährlichsten und schrägsten Reisen gehört, liebe Nina, wie Nordkorea zum Beispiel. Umgekehrt, welches Land würdest du immer wieder bereisen? Immer wieder. Auch die meisten Länder in Europa, also Italien, Frankreich. Tust du dir das doch an? Also fährst du auch mal nach Italien ganz schnöde? Ja, natürlich. Ja, ganz schnöde. Italien ist ja super. Ich spreche auch Italienisch. Ja, aber wer die ganze Welt gesehen hat, wer jedes Land kennt, der lacht doch über Italien, Spanien, Frankreich, oder? Überhaupt nicht. Weil Italien eine ganz, ganz tolle Sprache hat und eine super Kultur. Und und ich liebe auch Spanien und Frankreich und England und Irland und also gerne in Europa. Da bist du ja auch Profi, was das Packen angeht, ne? Welche Regeln oder welche Profi-Tipps kannst du uns da geben? Beim Packen, was ich unbedingt mit einpacke in vielen Ländern Asiens oder auch auf jeden Fall Afrika, ist eine Rolle Klopapier, die ich immer mitnehme. Ja. Also und auch, ich hatte nie eine große Reiseapotheke dabei, aber auf jeden Fall Kamillentee. Oh, aha, ja, okay. Ja, der hat mir durchaus sehr gut geholfen, wenn ich jetzt mal irgendwie nicht so gravierende Magenprobleme habe. Okay, ja. Und dann habe ich auch mal, als ich in Äthiopien war, da ging es jemand schlecht und da habe ich dir meine ganzen Packungen Kamillentee gegeben. Also wir merken, Toilettenpapier und Kamillentee. Für Nina zumindest ein Muss im Koffer. Ja. Alle Infos zu ihren Büchern über die Reisen in alle Länder dieser Welt gibt es bei uns in Web und App, liebe Nina. Dir, egal wohin es dich verschlägt, immer viel Spaß beim Reisen, okay? Danke fürs. Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Die Maschine geht nicht, aber ich bin dran. Du? Ich glaube, die Filterkalotte muss an die Aufschäumbuchse geflauscht werden, damit die Bohnenmuffe wieder döngelt. Jemand wie du glaubt doch immer noch, ein Imbusschlüssel funktioniert nur im Bus. Aber es gibt Frauen, die warten bei einem Technikproblem auf den Mann und es gibt mich. Ich mach sowas lieber selbst. Kaputt. Einmal die 4 und einen 164 mm Kreuzschlitzschraubendreher PH0. Sowas hab ich nicht. Hier gibt's eh nur eine Schreckschraube. Vorsicht! Außerdem hab ich's gleich. Wie spaltet man ein Atom? Hä? Wie? Gib's einer Frau und sag, sie soll's nicht kaputt machen. Also für Beschädigungen an Geräten sind Männer ein häufigerer Grund als Frauen und Kinder. Wusste ich's doch. Ihr Männer lasst nämlich ständig Sachen fallen. Wir mögen den Boden halt. Was für eine schlechte Ausrede. Im Gegensatz zu dir. Zu mir? Im Gegensatz zu dir hat der wenigstens Anziehungskraft. Nach 359 Euro sammeln Sie Bosch-Punkte. Haben Sie eine Black-and-Decker-Card oder sind Sie im Bob der Baumeister-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Guten Morgen, Hessen. Mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.